Studieren war vor langer Zeit einmal nur für einen bestimmten Teil der Gesellschaft vorgesehen. Geschichtlich betrachtet wurden Wissenschaft und Studium hauptsächlich von weißen und reichen Männern betrieben. Auch wenn die Studierendenschaft heute deutlich heterogener ist und sich viele benachteiligte Gruppen den Weg an die Uni erkämpft haben, die Norm ist immer noch da. Für einige von euch ist das von Vorteil. Ihr seid privilegiert, weil ihr der Norm entspricht oder sehr nahe kommt. Für andere von euch wiederum wirkt es sich nachteilig aus. Ihr erlebt im Studienalltag Barrieren, Ausschlüsse oder gar Diskriminierung. Woran genau erkennst du nun als Studentin diese Vor- bzw. Nachteile? Vieles davon ist gar nicht so offensichtlich, sondern eher versteckt und implizit. Indizien sind beispielsweise Schamgefühle, Gefühle der Überforderung und des Nichtverstehens, Einsamkeit und Verlorenheit, ebenso wie Freude, Zuversicht, das Gefühl der Bestätigung und Zugehörigkeitsgefühle. Besonders negative Studienerfahrungen und Affekte sind keine Einzelerfahrungen. Auch wenn du glaubst, alleine mit deinen Erlebnissen und Gefühlen zu sein, andere Studierende teilen sie mit dir. Die aufgezählten Gefühle werden meistens nicht mit Machtverhältnissen assoziiert. Das liegt daran, dass viele von uns glauben, dass es mit der nötigen Anstrengung alle überall hinschaffen können. Wir haben gelernt, wer sich anstrengt, kann alles schaffen. Zum Beispiel die Prüfung oder den Studienabschluss. Wir ziehen den Schluss, wenn jemand eine Lehrveranstaltung oder ein Studium nicht erfolgreich absolviert, dann ist diese Person wohl nicht dafür geeignet, hat sich zu wenig angestrengt oder den nötigen Willen nicht aufgebracht. Das entspricht der meritokratischen Ideologie und dem sogenannten Leistungsmythos. Tatsächlich kommt ihr nicht alle gleich ausgestattet für die Studienanforderungen an die Uni. Ihr bringt unterschiedliche Schulerfahrungen und Bildungsbiografien mit. Hattet vielleicht Erziehungsberechtigte, die genau jenes Lernen gefördert haben, das euch jetzt auf der Uni Vorteile verschafft. Oder ihr hattet Eltern, die den Erwerb von praktischem Wissen unterstützt haben, das sich aber jetzt im Studium nicht gut umsetzen bzw. einsetzen lässt. Und welche Ressourcen stehen euch jetzt fürs Studieren zur Verfügung? Während einige viel Zeit zum Lernen haben, weil sie finanziell unterstützt werden, müssen andere das Studium mit einer Erwerbstätigkeit vereinbaren. Manche haben Care-Verpflichtungen, während sich andere total auf das Studium konzentrieren können. Um es in einem Bild auszudrücken, ihr habt alle ganz unterschiedlich umfangreich und inhaltlich passend gefüllte Rucksäcke mit für die angetretene Wanderung. Zielvorgabe ist der Gipfel. Obwohl es manchen von euch auch einfach um das Wandern an sich geht. Von Seiten der Uni gibt es klare Vorstellungen und Vorgaben, wie ihr den Weg bewältigen und wie lange ihr dafür brauchen sollt. Aber am Weg kann durchaus Unerwartetes auftreten, sodass eine Pause, ein Umweg oder eine Richtungsänderung notwendig sind. Um beim Bild zu bleiben, du bist auf dieser Wanderung nicht alleine. Verschiedene Serviceeinrichtungen und Maßnahmen unterstützen dich, wie Jausenstationen oder Guides auf deinem Weg. Du erhältst dabei umfangreiche Informationen und Beratung durch Expertinnen, unter anderem zu Themen wie barrierefreies Studieren, IT, Auslandsaufenthalte, Förderprogramme, Sprachkurse, Studieren mit Betreuungspflichten und vieles mehr. Informiere dich doch auch mal, welche Tutorien und Mentoring-Projekte es für dich gibt. Das sind nämlich tolle Möglichkeiten, um Infos zum Studium zu erhalten und gleichzeitig neue Leute an der Uni kennenzulernen. Für Fragen, die dein Studium betreffen, sind die Studienrichtungsvertretungen und die ÖH mit ihren verschiedenen Referaten auch gute Anlaufstellen. Zudem gibt es eigene Servicestellen für Studierende, in denen dich deine Peers beraten und zur richtigen Ansprechstelle weiterleiten.